Hallöchen, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Mystic Quest Legend. Für den Super Nintendo, dem ein oder anderen dürfte auffallen, dass sich meine Audioqualität so ein bisschen verschlechtert hat. Das hat einen Grund. Und zwar ist mein Großmembranmikrofon im Eimer. Das heißt so richtig im Eimer, das heißt kaputt. Heißt im Klartext, funktioniert nicht mehr und ich habe mir jetzt in meiner Not quasi ein Headset geholt, von dem ich mir jetzt erhoffe, dass es einigermaßen Audioqualität bringt. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich bin mit der Situation mehr als unzufrieden. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Aber ja, kann man im Moment leider nicht viel machen, da Großmembranmikros, gute, ziemlich teuer sind. Und ich einfach ein bisschen warten muss, bis ich mir wieder Neues holen kann. Wie auch immer, wir sind immer noch in der Eispyramide. In der letzten Folge haben wir das Eislabyrinth durchquert, haben die Eispyramide betreten und bewegen uns jetzt hier weiter durch meinen absoluten Hass-Dungeon in diesem Spiel. Ich glaube, ich habe es schon jetzt mehrfach erwähnt, aber die Eispyramide ist richtig kacke. Und ich hoffe nur, dass sie schnell vorbei ist. Ich bin froh, dass ich im Moment so oft den Initiativangriff hier bekomme. Das macht das Ganze wirklich ein bisschen angenehmer. Was mir allerdings ein bisschen Sorgen bereitet, ist die Anzahl der Bomben, die ich noch habe. 64 ist nämlich relativ wenig. Aus irgendwelchen Gründen habe ich schon ziemlich viele Bomben hier verbraucht. Das gefällt mir nicht. Deshalb werde ich jetzt nochmal auf die Bomben schalten müssen, denn die Gegner sollte ich nicht mit Nahkampfwaffen angreifen. Super. So, und weg. Okay, prima. Hier können wir wieder die Statue natürlich aktivieren und können uns ein paar Pfeile für Phobia schnappen, die jetzt wieder voll aufgefüllt ist mit Pfeilen sozusagen. Und wir schauen weiter. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich als nächstes hin möchte. Ich denke dort hoch. Da muss ich wieder an diesen Naga vorbei. Das gefällt mir gar nicht. Und ja, ich nenne sie Naga. Oder Medusa oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Weil Z-Jago finde ich reichlich komisch. So, hauen wir die noch weg. Nein. Ach ja, gut, dann schläfert Phobia ein, ist mir auch Bums. Soll's doch. Nein, 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 nein. Ja, genau. Sehr gut. Und auf die eigene Gruppe. Hopp. Beide so ziemlich auslöschen. Das wäre doch mal was. Kannst du dann mal aufhören, verwirrt zu sein? Vielen Dank. Ich hasse Statuseffekte. Ich hasse sie wirklich. Ach, komm schon. Okay, lassen wir die Verwirrung einfach mal Verwirrung sein und greifen mit Phobia hier die Gegner an. Ich hoffe mal, dass mein Held jetzt meine Gruppe nicht auslöscht. Nein, er löscht nur sich selbst aus. Das geht noch. Das ist noch in Ordnung. So, und jawohl. Prima. Super Sache. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich habe noch mehr als genügend Krafttränke. Okay, prima. Heute ist mir übrigens was sehr Interessantes passiert, außer, dass mir mein Mikrofon abgekackt ist. Und zwar eine interessante Geschichte mit meinem Nachbarn. Ich habe vor einiger Zeit Post bekommen, von wem ist mir nicht bekannt. Allerdings hat der liebe Postbote aus welchen Gründen auch immer den Brief nicht bei mir in den Briefkasten geworfen, sondern bei meinem Nachbarn abgegeben. Den wollte ich jetzt heute abholen. Und mein Nachbar hat mir gesagt, den habe ich weggeschmissen. Ja. Hätte ja vielleicht irgendwie wichtig sein können. Ne, man weiß es ja nicht. Manchmal bekommt man ja auch mal wichtige Post. Aber wer auch immer mir das geschickt hat,
Falls derjenige das Video sehen sollte, ich habe den Brief nie erhalten. Der liegt wahrscheinlich jetzt in irgendeiner Mülltonne meines Nachbarn, was ich nur mehr als krass finde. Das finde ich echt heftig. Und ja, ich hoffe, das passiert sonst keinem. Falls doch, ich fühle mit euch mit. Und ich fühle auch gerade so ein bisschen mit meinem Helden mit, denn der ist hier dauerverwirrt, was mir gerade ein bisschen... Oh, obwohl, der Statuseffekt ist schon wieder weg. Sollte er jetzt eigentlich... Na, komm schon, stirb einfach. Dankeschön. Und jetzt schauen wir doch mal, was es da oben für uns gibt. Ich denke aber fast da... ich weiß jetzt nicht, ob ich hier... Nee, ich glaube, hier geht's weiter. Hier will ich, denke ich, noch nicht hin. Wir nehmen uns erstmal die Schatzkiste hier mit. Und gehen wieder nach unten. Denn hier geht's weiter durch den Dungeon. Ich will allerdings vorher den Rest der Eispyramide erkunden. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Mann. Kommt ja ab und an mal vor, das kennt man ja bereits. Ach, schön. Ja. Eispyramide. Ich hasse sie übrigens immer noch. Aus tiefstem. Und ich bin wirklich froh, wenn ich hier durch bin. Denn ich habe echt genug von irgendwelchen Schlangenweibern, die ganze Zeit meine Gruppe auslöschen. Ach ja, genau. Hier war auch noch was. Die können wir auch noch umbolzen. Ich nehme hierfür wieder die Bomben, weil... das ist mir sonst echt zu gefährlich. Und ich habe wieder Initiative. Das ist echt schön. Ich habe aus irgendwelchen Gründen unheimlich oft in diesem Let's Play Initiativangriff. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Muss ich schon mal sagen. Okay, das war das. Trotzdem nur noch 61 Bomben. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, hier oben kann ich nicht lang. Nee. Aber ich finde noch ein paar Pfeile für Phobia. Das ist sehr, sehr schön. So. Und irgendwie kam ich auch noch an die Kiste da rechts. Ich glaube aber, da muss ich ganz außen rumlaufen. Moment, da war auch noch eine Treppe. Wie komme ich denn da hin? Kann ich... Achso, ich kann da einfach hochlaufen. Okay. ich habe wirklich die Dungeons des Spiels noch so einigermaßen im Kopf. Aber die Eispyramide werde ich mir wahrscheinlich niemals irgendwie in Erinnerung behalten können. Wirklich schlimm. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, Phobia wird sie jetzt einfach wieder rösten. Kann sie aber nicht, da sie keine Magieladung mehr hat. Ich will jetzt aber gleich kurz mal schauen, ob ich noch diese, wie heißen sie? Ich hab den Namen des Gegenstands vergessen. Zaubertränke. Zwei Stück verschwende ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Die kann ich später noch besser gebrauchen. Du kriegst eine Axt auf den Kopf. Ja, sehr gut, Phobia. Das machst du wirklich prima, so daneben hauen. Oh, nein. Warum? Oh, nein. Okay, wir stellen wieder auf Manuel. Denn ich will erst diese Schlangenfrau hier umknüppeln. Danke. Okay. Ja, unser Held schläft. Ich hab's verstanden. Eieieiei. Warum ich auf manuell schalte, ist ganz einfach. Wenn ich jetzt auf Automatik lassen würde, würde Phobia die ganze Zeit einfach versuchen, den Helden jedes Mal zu heilen. Und das halte ich für eine Verschwendung von Runden bei normalen Gegnern. Deshalb lasse ich den Statuseffekt ganz normal ausklingen, während Phobia weiter den Gegner beharrt. Und hier haben wir ein paar Heiltränke. Sehr schön. Die kann ich sicherlich gut gebrauchen. War da unten noch was? Ich denke nicht. Nein. War tatsächlich nichts mehr. Jetzt will ich allerdings noch diese eine einzige Schatzkiste, die da rechts war. Und dann können wir uns weiter durch die Eispyramide begeben. Und ich habe langsam die Vermutung, dass wir die Pyramide in dieser Folge nicht beenden werden. Was mir gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen macht. Ich bin nämlich wirklich sehr, sehr, sehr froh, wenn ich hier endlich wieder rauskomme aus diesem beknackten Dungeon. Ich habe da wirklich... mal in Alex-Worten auszudrücken. Ich hasse diesen Dungeon zutiefst. Wirklich. Oh, Gott.
Da war nur eine Sackgasse. Wie kam ich nochmal? War das da rechts irgendwo? Ich will diese Kiste haben. Ich will alle Kisten einsammeln. Ich denke, das war da... Oh, nee, es war weiter rechts. Da, rechts war das. Da muss ich nach oben. Genau. Hupf, hupf, hupf. Warum springe ich eigentlich die ganze Zeit? Es bringt mir keinen Geschwindigkeitsvorteil. Ich tue es trotzdem, weil es einfach lustig ist. Weil ich es kann. So. Da haben wir nochmal ein paar, gekontert. Aua. Das hat gerade irgendwie voll wehgetan. Okay, Phobia richten so scheinbar nicht allzu viel Schaden an. Jawohl. Der nächste geht down. Komm, der letzte auch noch. Mir fällt gerade auf, dass ich unheimlich wenig hier zum Rausschneiden bisher habe. Hm. Muss mal was ändern. Muss mehr Schnitte setzen. Okay, Bomben gefunden. Sehr gut. Damit können wir jetzt, was können wir damit tun? Wieder nach oben. Endlich durch die Eispyramide. Damit ich dieses Kapitel endlich mal abschließen kann. Ich glaube aber, dafür muss ich tatsächlich wieder komplett außenrum. Ja, muss ich. Wie auch immer. Ich find's ja wirklich schön, diese Eispyramide. So blau. Und dann ein bisschen helleres Blau. Und da haben wir ein bisschen dunkleres Blau. Es ist wirklich sehr abwechslungsreich, diese Blautöne. Muss man schon mal sagen. Da wollte ich hin, genau. Mann! Held, beweg dich! Beweg deinen Hintern da nach oben! Ja, ich mach ja schon! Okay, gut. Da oben haben wir dann nochmal ein paar Gegner, die wir einfach mal so nebenbei aus dem Weg räumen. Und machen uns weiter auf den Weg nach oben, wo wir auf noch mehr Gegner treffen. Wuhu! Ich freue mich, ein Schnitzel. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich diese Viecher aus dem Weg geräumt habe. Bis gleich. Das war das. Und damit ihr das nicht das Gefühl habt, dass ihr jetzt hier irgendwas verpasst haben könntet, hier auf diesem Stockwerk gibt's alle Gegner, die es unten auch schon gab. Deshalb habe ich die jetzt einfach mal alle beiseite geräumt. Und wir schnappen uns den Inhalt der Kisten, wo wir ein paar Pfeile finden. Außerdem habe ich ziemlich viele Bomben wieder verbraucht. Mit der Statue können wir diesen Durchgang hier öffnen. Und wir gehen wieder zurück. Okay, und ich denke, da links rum wollte ich dann. Und da nach unten, genau. Da gab es, denke ich, auch noch eine kleine Schatzkiste, die wir einsammeln können. Ich hoffe, dass da irgendwie Bomben oder sowas drin sind. Und, ah ja, genau, hier konnte ich auch noch durch. Denn da wartet auch schon wieder ein Gegner auf uns. Noch mehr Bomben verbrauchen. Mann. Das war's mit dem. Okay, der wird sich sicherlich wieder heilen. Hör auf damit. Ja, natürlich. War ja klar. Warum auch nicht? Ich werde allerdings mit dem Helden ihn angreifen und mit Phobia den Vogel. Hat nicht ganz gereicht. Mist. Da wird er sich jetzt wahrscheinlich... Nee, er heilt sich nicht hoch. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott, schwerer Treffer. Gar nicht so gut. Aber in der Runde soll... In der Runde. Ja, in der Runde. In der Runde soll der down gehen. Ist er auch. Krafttränke. Und, ups. Ah, nein. Das wollte ich nicht. Das war einer zu viel. Hier haben wir noch zwei Schatzkisten. So, Bomben. Oh, Dankeschön. Und Pfeile. Ja gut, das war jetzt nicht so wichtig. Phobia schalten wir wieder schnell auf die Automatik zurück. Und jetzt können wir durch den von uns geöffneten Durchgang hindurch. Und können hier lang, genau. Und können dort nach oben ins nächste Stockwerk. Da gibt's auch wieder ein paar Gegner. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Oh ja, das wird noch lustig. Seht ihr das? Ganz viele Gegner. Die dürfen wir später alle umhauen. Denn die geben sehr, sehr, sehr viele Erfahrungspunkte für uns.
Außerdem haben wir hier noch ein paar Darius, die werde ich eben noch umkloppen. Und hier vor dieser Treppe haben noch einige Sphinx auf uns gewartet, mit denen ich allerdings auch kurz einen Prozess gemacht habe. In diesem Raum muss man aufpassen, denn man kann hier tatsächlich von der Kante fallen. Und man kann nicht nur, ich will sogar, denn dadurch lande ich eben in diesem kleinen Durchgang. Und dort nehme ich mir zuerst die Heiltränke mit und Pfeile. Und ich möchte Phobia wirklich gerne heilen von ihrem Blindstatus. Ansonsten kann das wirklich sehr nervtötend werden. Okay. Gut. 55 Bomben sollten ausreichen. Ich würde sagen, die kloppen wir mal alle weg. Ja, war es das wert? Auf jeden Fall. Zum einen haben wir unglaublich viele Erfahrungspunkte dadurch bekommen. Zum anderen können wir jetzt die ganzen Schatzkisten hier plündern. Da gibt es Krafttränke, Pfeile für Phobia, eine Statue, mit dem wir unseren Durchgang wieder öffnen können. Hier drüben haben wir bestimmt auch noch was total Tolles drin. Ich hab schon genug Pfeile. Okay, okay. Und Ambrosia. Und außerdem eine Schatzkiste, die sich nicht wieder befüllt. Das heißt, da ist was Wichtiges drin, nämlich die Stahlrüstung. Und allein dafür hat sich der ganze Aufwand schon gelohnt, denn das ist die nächststärkere Rüstung, die zum einen doppelte Abwehrkraft bietet und zum anderen ist sie stark gegen Wasser und Gift, wenn ich die Symbole jetzt richtig interpretiert habe. Was richtig, richtig nice ist. Wir bekommen hier in der Eispyramide übrigens noch einen zweiten Ausrüstungsgegenstand, der auch richtig, richtig nice ist. Welcher das ist, werden wir allerdings erst viel später sehen können. Jetzt wollen wir uns erstmal hier um diesen Raum kümmern. Das war's mit diesem Raum. Hier gab es auch keine Gegner, die man nicht schon tausendfach hier gesehen hat. Hier haben wir eine kleine Schatzkiste, in der Krafttränke sich versteckt haben. Da drüben haben wir noch einen Schatz, in dem Bomben drin sind. Auch sehr nice. Und jetzt will ich hier entlang und schauen, dass ich nicht hier runterfalle. Okay, und da unten in den zwei Kisten, die habe ich leider bereits auf Kamera geöffnet. Allerdings sind da auch nur 2×10 Bomben drin. Ihr werdet hier diese Unebenheit im Boden sehen. Und der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken, was wir hier machen müssen. Hey, Bombe legen! Wuhu! Und jetzt springen wir nochmal nach unten. Wuhey! Und hier springen wir nochmal nach unten. Juhu! Und hier nochmal. Und ja, okay, gut. Und hier kommen wir nicht mehr weiter. Oh mein Gott, wir sind eingeschlossen. Aber da oben sind lauter blaue Statuen. Was sollen wir nur tun? Pieks! Und der Boden öffnet sich. Und wir können weiter nach unten fallen. Und sind etwas in Bedrängnis. Was sollen wir nur tun? Ihr erfahrt es in der nächsten Folge von Mystic Quest Legend.